Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. In diesem Video zeige ich dir, wie du solche anfängertauglichen Ohrstecker machen kannst. In einen 15 cm Faden in die Mitte einen einfachen Knoten machen. Direkt am Knoten festklemmen. Einen 25 cm Faden mittig falten. Unter den eingespannten Faden legen und einen vertikalen doppelten Halbschlag machen. Einen 15 cm Faden knapp mit vertikalem Halbschlag anknoten. Einen 25 cm Faden bei 10 cm anknoten. 10 cm schauen nach rechts. Einen 15 cm Faden knapp anknoten. Einen 15 cm Faden bei 6 cm anknoten. 6 cm schauen nach rechts. Und diesen letzten Faden um die Ecke knoten. Ich schiebe alle meine Fäden nochmal nach oben. Mein Leitfaden biegt um die Ecke. Ich nehme den ersten Faden und fädle 4 bis 5 Perlen drauf. Meine Perlen sind 3 x 2 mm groß und ich nehme 5. Das ist mein Trägerfaden, mein Perlenfaden geht unten drunter und macht einen doppelten Halbschlag auf diesen Trägerfaden. Ich knote einen 15 cm Faden knapp an. Diesmal zur anderen Seite, also der Knoten geht nach links. Ich hole den nächsten Faden von drüben und fädle diesmal 14 Perlen auf. Mein Perlenfaden geht unter den Trägerfaden und knotet einen doppelten Halbschlag. Ich knote einen 15 cm Faden knapp
drauf. Und fädle jetzt auf den letzten langen Faden von der linken Seite auch nochmal Perlen drauf. Wenn dein Ende ausgefranst ist, das macht gar nichts. Das ziehst du über eine Wachskugel und dann ist das wieder zusammen. Zweiundzwanzig Perlen. Die Anzahl der Perlen hängt natürlich von der Größe deiner Perlen ab. Der Bogen mit den Perlen soll drumherum reichen um den anderen Bogen. Mein Trägerfaden, Leitfaden, biegt um die Ecke und der hier knotet nochmal einen doppelten Halbschlag nach rechts. Jetzt sortiere ich meine Fäden. Ich schiebe die nochmal schön fest dran, diese Knoten, dass meine Reihen gleich lang sind. Die zwei lege ich weg. Jetzt habe ich auf jeder Seite noch vier Fäden. Ich nehme den mittleren rechten, lege ihn über die vier linken und mache eine Reihe doppelte Halbschläge. Stecke fest. Nächste. Die letzten beiden, die ich weggelegt habe, knote ich nicht mehr an. Mein Leitfaden biegt um die Ecke und ich mache einen doppelten Halbschlag mit meinem Knotfaden nach links. Dann nehme ich den innersten von dieser Reihe. Der geht jetzt nach rechts. Über die restlichen drei Fäden. Und ich knote alle mit einem doppelten Halbschlag an. Diese beiden letzten bleiben noch weg. Mein Leitfaden biegt um die Ecke. Der Knotfaden tauscht nach rechts unten drunter durch und macht einen doppelten Halbschlag nach rechts. Jetzt habe ich in der Mitte noch vier Fäden. Die anderen kommen alle weg. Und mit diesen vier Fäden mache ich jetzt eine Raute.
Der mittlerste rechte geht über den mittlersten linken. Ich mache einen doppelten Halbschlag. Auch mit dem nächsten einen doppelten Halbschlag. Der Leitfaden geht über den Knotfaden um die Ecke. Der Knotfaden macht einen doppelten Halbschlag nach links. Ich nehme den mittlersten Faden, der von der linken Seite kam, und mache einen doppelten Halbschlag über diesen drüber. Dieser Leitfaden geht um die Ecke über den Knotfaden. Und jetzt knote ich diese beiden Leitfäden rechts über links zusammen mit einem doppelten Halbschlag. Ich nehme die nächsten beiden von der vorigen Reihe. Also das war der Knotfaden der vorigen Reihe, das der Leitfaden. Der Leitfaden geht über die beiden Fäden, die aus der Raute kommen. Und ich knote diese beiden Fäden auf den Leitfaden. Genauso auf der anderen Seite. Das war mein Leitfaden, das der Knotfaden. Und jetzt knote ich die beiden, die aus der Raute kommen, plus den Leitfaden, der von drüben kommt, auf diesen Leitfaden. Jetzt der Leitfaden, der von drüben kommt. Jetzt habe ich auf jeder Seite vier Fäden. Ich nehme den Leitfaden der letzten Reihe, der äußersten Reihe. Das war der Knotfaden, den brauche ich nicht mehr. Den Leitfaden lege ich oben drüber und mache eine Reihe doppelte Halbschläge drumherum. Meine vier Fäden der vorigen Reihe. Ich nehme den Leitfaden der vorigen Reihe und knote diese vier Fäden drauf. Jetzt kommt mein letzter Knoten und da mache ich immer einen symmetrischen Knoten. Das bedeutet einen Rückwärtsknoten. Du kannst den auf ganz verschiedene Art machen. Ich mache ihn jetzt so, wie meine Anfänger oft aus Versehen den Rippenknoten machen. Sie fangen einen ganz normalen Rippenknoten an und halten dann den Leitfaden nicht straff, sondern ziehen am Knotfaden. Dann bekommst du einen Rückwärtsknoten.
Nochmal das Gleiche. Der gleiche Knotfaden legt sich oben drüber über den gleichen Leitfaden und dann ziehe ich aber am Knotfaden. So bekomme ich einen Rückwärtsknoten, der symmetrisch ist und sehr gut hält. Jetzt kannst du alle Fäden kurz abschneiden und abschmoren. Jetzt klebe ich meine Ohrsteckerrohlinge mit Sekundenklebergel auf meine Ohrsteckerchen. Ich drehe die dazu auf links, dann mache ich auf die Rohlinge, auf die Platte, einen kleinen Tropfen Sekundenklebergel und lege den auf die Spitze meines Ohrrings. Ich drücke jetzt noch nicht ganz fest. Zuerst mache ich den anderen. Sekundenklebergel härtet nicht ganz so schnell wie Sekundenkleber und ist auch nicht ganz so flüssig. Drauflegen, ein bisschen drücken und jetzt mache ich den anderen und drücke richtig fest nach unten. Es kann sein, dass ein bisschen Kleber auf die rechte Seite durchschlägt, aber ich gehe nachher mit dem Feuerzeug nochmal drüber. Und dann sieht man das so gut wie nicht mehr. Jetzt wedle ich nochmal mit dem Feuerzeug über dieses geknüpfte Teil. Das bringt die Farben stärker zum Leuchten, brennt überflüssige kleine Fasern weg und es flammt eventuelle Klebereste weg. Danke fürs Zuschauen und tschüss bis zum nächsten Projekt.